Und jetzt sprechen wir mit einem, der das Schalker Gesicht ist. Eine Schalke-Legende und aktueller Leiter der Lizenzspielerabteilung. Gerald Asamoah, das Schalker Gesicht, bekannt für seine Emotionen und eigentlich auch dafür, dass er immer gute Laune hat. Das war zuletzt sicherlich nicht immer ganz so einfach bei Schalke. Gerald Asamoah, herzlich willkommen bei Die Lage der Liga. Aber heute dürften Sie ja wieder gute Laune haben, nehme ich mal an. Erstmal schönen guten Morgen. Morgen, ja, klar, also. Ich meine, nach so einem Sieg, nach so einem Last-Meet-Sieg, hat man wirklich eigentlich mal wieder gut geschlafen. Die Emotionen waren sehr, sehr enorm. Und aber wir haben es genossen. Wir haben es genossen, dass man so einen Last-Meet-Sieg heimgefahren haben. Also wie macht ihr das? Das ist ja unglaublich. Ihr seid ja wirklich, entschuldige mir den Ausdruck, den Tod zweimal schon von der Schippe gesprungen, gestern wieder. Dieses Stadion reagiert ja so, wie ich bin ja aus Schalke, ich kann das beurteilen, aber so wie zurzeit habe ich es auch noch nie erlebt. Wie macht ihr das? Oder ist das der Trainer? Was steckt dahinter, dass diese Mannschaft immer am Ende jetzt wirklich eine solche Leistung zeigt und solche Spiele noch dreht? Ja klar, ich meine, am Ende ist das Kollektiv. Der Trainer hat es geschafft, die Mannschaft so hinzubekommen, daran zu glauben, dass wir es schaffen können. Ich glaube, als er übernommen hat, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir hatten. Keiner hat daran geglaubt, dass wir irgendwann mal auch diese Chance hätten, auch noch drin zu bleiben. Aber am Ende geht es so darum, wie die Fans uns dann pushen. Ich glaube, wenn man gestern das Spiel sieht und in der Halbzeit liegen wir 1-0 zurück. Das Spiel war erst ab nicht so gut von uns. Und es hat kein Fan gepfiffen. Und das macht sehr, sehr viel aus. Und das merken die Jungs auch. Und dann, wenn du dann rauskommst, dann bist du einfach gefordert, einfach alles dafür zu geben. Und der Trainer hat dann in der Halbzeit auch geschafft, den richtigen Ton zu erwischen. Und ich glaube, wenn du dann am Ende das 2-1 machst, dann hat das alles gepasst. Und ich glaube, die Fans sind das Punktstück, was wir haben, die uns wirklich nach vorne pushen. Wir haben uns gestern die Rückrundentabelle angeguckt und in der ist Schalke auf Platz 8. Also wenn Reiß früher übernommen hätte, er kam ja Ende Oktober am 12. Spieltag, da hatte Schalke lediglich 6 Punkte auf dem Konto. Was wäre, ja, wenn Reiß Schalke schon früher übernommen hätte? Ja, was wäre hin und her, ne? Wir reden von Ist-Situationen. Wir sind froh, dass Thomas jetzt bei uns ist und wir wirklich auch geschafft haben, die Mannschaft auf der richtigen Weg zu bekommen. Am Ende geht es darum, dass wir es unbedingt schaffen wollen. Und mit Thomas ist ein Trainer da, der einfach das verkörpert, was sie auf Schalke brauchen. Und wir hoffen, dass wir am Ende das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, über den Strich zu stehen, dass wir es schaffen. Und dann können wir nochmal darüber reden. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr stolz, dass wir es trotzdem geschafft haben, uns in der Rückrunde so zu festigen, dass wir auch die Punkte gesammelt haben. Beschreib ihn doch mal bitte. Wie arbeitet er? Ist er kumpelig? Ist er sehr groß? Ist er eine Autorität? Wie würdest du ihn? Hast du vielleicht einen Vergleich mit einem Trainer, dass wir uns das vorstellen können? Ja, einen Vergleich werde ich nicht ziehen, aber es ist einfach ein Kumpeltyp, aber der auch die Sprache der Kabine spricht, aber auch weiß, wann er draufhauen kann. Ich glaube, gestern, wenn man auch in der Halbzeit drin gewesen, hätte man gemerkt, was für ein Typ er ist. Er war laut, weil wir das nicht umgesetzt haben, was er wollte. Aber er ist ein Typ, den du einfach, der sehr, sehr empathisch sein kann, aber auch weiß, wann er dann noch hart sein kann. Das ist halt der Thomas und der passt einfach dazu. Bleibt er auch, wenn Schalke in die zweite Liga absteigt? Ja, klar. Also ich glaube, das wurde ja schon kommuniziert. Ich meine, Thomas hat es bis jetzt geschafft, hat auch geschafft, dass alle hinter ihm stehen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir nicht in die zweite Liga gehen. Aber wenn es West Case eintreffen sollte, gehe ich davon aus, dann ist er dabei. Und es waren ja 2 Joker-Tore gestern. Auch das spricht ja für den Trainer. Woher wusste er das eigentlich? Er hat einen Super-Safe gemacht und dann auch noch das 2-1 erzielt. Ja, der Domme hat das gestern überhaupt gemacht, macht dann das Tor. Ich glaube, Thomas hat eine Idee. Ihm war klar, wenn es nicht läuft, wird er umstellen auf Dreierkette und dass er Domme dann auf der rechte Seite bringt. Dass es so eintrifft und dass die Jungs auch vorne mit Michel Frey und Poizzi, die dann dazu kamen, Poizzi, die hatten auch so Verletzungen, 3,5 Monate wieder auf dem Platz stand, die haben einfach mit ihren Art von Fußball schon einfach die Fans auch mitgezogen. Und ich glaube, wenn du dann am Ende den 2-2-1 machst, es war eine Idee vom Trainer, der wusste, wir müssen mit zwei Stürmer agieren. Und es hat am Ende geklappt, dass wir dann auch das glücklicherweise auch das 2-1 gemacht haben. Jetzt müssen wir aber kurz mal ernst werden, Asa, denn die Saison ist ja noch nicht vorbei, bei allem Jubel von gestern. Und ihr habt ein brutal schweres Restprogramm. Ihr habt noch Auswärtsspiele in Mainz, bei Bayern München, in Leipzig, also bei 3 starken Clubs und ein Heimspiel gegen Frankfurt. Das auf dem Papier hört sich das erstmal sehr, sehr schwierig an. Wie wollt ihr da die nötigen Punkte zum Klassenerhalt noch schaffen?
Ja, Alfred, ich sag's nochmal, aber als wir im November ins Urlaub gefahren sind, hat keiner geglaubt, dass wir so zurückkommen und die so eine Chance haben, heute noch die Chance haben, drin zu bleiben. Wir wissen, auf Papier ist das sehr hart, aber die Spiele sind noch nicht gespielt. Ich glaube daran, weil wir einfach ein Kollektiv, eine starke Mannschaft sind, die kollektiv einfach zusammenpassen. Und ich glaube, wir werden alles dafür tun, auch am Ende über den Strich zu stehen. Ich will jetzt noch nicht abrechnen, aber ich glaube fest an die Mannschaft. Von daher denke ich von Spiel zu Spiel. Aber ist legitim, was Leute denken und glauben. Aber das motiviert uns ja sehr, um die Leute einfach zu beweisen, dass wir es können. Alfred, was denkst du denn? Traust du das Schalke noch zu? Ja, also so wie man Schalke zurzeit sieht, muss man Schalke alles zutrauen. Wie gesagt, sehr schwer, aber ich glaube schon, dass sie wirklich eine reelle Chance haben, trotz der Schwere der Gegner. Also, und deswegen die Frage, würdest du heute eine Relegation gegen den HSV schon mal unterschreiben, wenn ihr das schaffen würdet? Alfred, das ist hart. Dafür ist Alfred auch bekannt für seine kritischen Fragen. Also Ich hoffe und wünsche mir, dass wir über den Strich stehen. Okay. Aber wenn es wirklich eintreffen sollte, dann unterschreibe ich wirklich auch, weil glaube, wenn du trotzdem noch danach noch zwei Spiele Chance hast, drin zu bleiben, dann würde ich direkt machen. Und wenn es zur Relegation kommt, kehrt dann auch Ralf Fährmann wieder zurück? Wie schaut es bei ihm aus? Ja, sehr gut. Ralf arbeitet sehr, sehr hart und klar, müssen wir abwarten. Aber trotzdem wissen wir, was wir an Ralf haben, aber wir haben ja doch Alex Scholo, der wirklich seine Sache sehr, sehr gut macht. Gestern hat er auch gut gehalten und daher, wenn Ralf kommt, freuen wir uns, aber trotzdem, jetzt sehen wir die Spieler, die wir haben und das ist jetzt Alex Scholo und der macht das sehr, sehr gut. Deswegen schauen wir nach vorne. Jens Lehmann hatte bei uns in der Sendung, er war letzte Woche zu Gast, gesagt, er ist aktuell der beste Keeper der Bundesliga. Würden Sie das unterschreiben? Der Bundesliga? Mhm. Ja, also ich werde ja nie Jens widersprechen. Also wenn man jetzt ist ein Torwart, der weiß, wie ein Torwart agiert. Wenn ich jetzt über Stürmer reden würde, könnte ich mehr dazu reden. Ralle hat einfach die letzten Jahre noch gezeigt, was so ein Torwart er ist. Ich kenne Ralle schon damals, als er als junger Spieler zu uns hochkam und er hat sich sehr, sehr gut entwickelt und man darf auch nicht vergessen, was er auch durchgemacht hat. Ralle saß halt fast in der Hinrunde auf der Bank und hat trotzdem ein Ding auf seine Chance gewartet und als er dann reinkam, mit ihnen kam auch diese Energie wieder bei uns rein und es ist ein super Tor, aber wir sind froh, dass wir ihn haben und da kann ich noch zusagen. Ich kann ja jetzt noch bestehen, dass Ralle ein super, super Torwart ist. Gerald, wir machen eine ganz kurze Pause, nur ein Spot und sind dann wieder zurück mit Stimmt oder Stuss. Gerne, ja. True or not true ist es auch. Wir fragen ihn aber, stimmt es oder ist es Stuss, die These, die wir Ihnen stellen, Gerald? Wir sagen, Gerald Asamoah ist es lieber, wenn Bayern Meister wird, als der BVB. Ist das stimmt oder ist das völliger Stuss? Völliger Stuss, weil das heißt, dann verlieren wir in München. Das ist aber stimmt, klug. So weit hatten wir gar nicht gedacht. Ganz klug. Das stimmt. Ja. Sehr gut. Also gehen Sie davon aus, dass Sie in München Punkte mitnehmen werden gegen die Bayern. Aktuell, ja, also das ist ja machbar. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir so viele Punkte sammeln. Und ich werde direkt unterschreiben, wenn wir in München noch Punkte mitnehmen. Macht die Münchner Krise Ihnen Hoffnung auf Schalke, dass man da was Zählbares mitnehmen kann? Ja, ich meine, erstmal gucke ich auf uns. Klar, wenn man drüben sieht, was gerade passiert. Ich will das nicht urteilen, aber die Hoffnung ist einfach, dass wir da hinfahren und am Ende, dass es nicht so gut, immer noch nicht so gut ist, dass wir da was mitnehmen können. Gerald Asamoah, wir drücken Ihnen die Daumen, dass es mit dem Klassenerhalt für Schalke klappt. Besten Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Dankeschön und schönen Glück Tag auf euch. Danke. Toi, toi, toi. Alles Gute. Alfred darf Glück auf auch sagen, oder? Ich darf Glück auf sagen, es, ne? Ja, ich bin da geboren worden, ja.